Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Tutorial von mir, und zwar ist das mein allererstes Tutorial. Sonst hatte ich immer Get Ready With Me Videos gedreht, und heute gibt es Schritt für Schritt eine Anleitung, wie ihr diesen Look nachschminken könnt. Und zwar hatte ich vor einigen Wochen einen Look gepostet auf Instagram, den ich zu meiner Abschlussfeier getragen habe, und zwar blende ich euch gerade das Bild mal ein, damit ihr wisst, von welchem Look ich spreche. Und dieses Make-up hat wirklich den ganzen Tag bzw. Abend gehalten, und ich war selbst abends überrascht, als ich in den Spiegel geschaut habe, dass wirklich noch alles am Platz ist und nichts verlaufen ist und auch der Concealer nicht in die Fältchen gerutscht ist, und ich war wirklich total begeistert. Deswegen dachte ich mir, mache ich doch ein Video dazu. Und ja, wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich diesen Look kreiert habe, dann bleibt doch einfach dran. Das erste Produkt, das ich für diesen Look verwende, ist natürlich ein Primer. Ein Primer bewirkt eben das, dass das Make-up länger hält. Hierzu verwende ich den Smashbox Photo Finish Primer. Das ist hier die Probiergröße, die ich mal bei Douglas geschenkt bekommen habe. Und ich finde den Primer wirklich klasse, deswegen benutze ich ihn nur zu bestimmten Anlässen, wenn das Make-up eben besonders lange halten soll. Und den Primer trage ich dann auf der kompletten T-Zone auf und verblende das dann auch noch ein bisschen zu meinen Wangen hin. Als zweites Produkt werde ich meine Bare Minerals Mineral Foundation verwenden. Ich habe die Farbe Perfect Light, und ich finde, ein Puder-Make-up unter der Physic Foundation ist wirklich eine gute Basis, damit das Make-up oder die Physic Foundation noch besser haften kann, und so verhindert ihr auch, dass euer Make-up während des Tages oder des Abends eben cakey wird, und das sieht auch super natürlich aus, wenn ihr erst die Physic Foundation und dann das Puder-Make-up drauf macht. Ich gehe mit meinem Pinsel rein. Der Pinsel war übrigens auch bei Minus bei diesem Puder dabei, und nehme das Puder dann mit dem Pinsel auf. Dann gehe ich mit dem Pinsel in kreisenden Bewegungen über mein Gesicht und arbeite dann die Puder Foundation in meine Haut ein. Nun ist meine Haut schon etwas abmattiert und leicht geebnet, und nun kommt der nächste Schritt, und zwar kommt die Flüssig Foundation dran. Ich verwende hier die Revlon Color Stay Foundation für Combination Oily Skin in der Farbe Sand Beige. Und wenn ihr ein langanhaltendes Make-up wollt, dann setzt natürlich auch auf eine langanhaltende Flüssig Foundation, denn es bringt nichts, dass ihr eure Haut mit dieser Bare Minerals oder mit diesem Mineralpuder eben vorbereitet und dann eine Foundation nehmt, von der ihr wisst, dass die eigentlich gar nicht so lange hält. Und auf die Revlon Color Stay ist einfach immer Verlass, finde ich. Die hält einfach super. Ich verwende dazu das Ebeline Make-up Eye. Das finde ich auch ganz klasse. Beim Auftragen dieser Foundation ist es ganz wichtig, dass ihr nicht reibt, sondern dass ihr die Foundation auftupft, so wie ich das jetzt gerade mache. Denn wenn ihr das Make-up über eure Haut drüber streicht und reibt, dann verreibt das die Puder Foundation, und das sieht dann nicht so doll aus. Also ich gehe jetzt mit der Foundation über mein komplettes Gesicht und gehe in tupfenden Bewegungen drüber, dass die schön eingearbeitet wird. Wie ihr nun erkennen könnt, sieht meine Haut wesentlich geebneter aus, und es sieht aber auch nicht zugekleistert aus. Sie ist ein bisschen mattiert durch eben die Mineral Foundation, die ich vorher schon aufgetragen habe. Falls ihr noch kleine Pickelchen und Unreinheiten habt, könnt ihr die natürlich bei Bedarf noch mit einem Concealer abdecken. Ich bin so aber zufrieden, muss ich sagen, und deswegen überspringen wir jetzt einfach diesen Schritt. Das nächste, was ich machen werde, ist Concealer unter meinen Augen auftragen, und da verwende ich meinen wirklich total beliebten MAC Pro Longwear Concealer. Das ist für mich der beste Concealer, den ich jemals hatte. Der deckt sowas von gut ab und er hält wirklich bombenfest. Ich tupfe den Concealer zuerst mit meinen Fingern unter den Augen auf und verblende das Ganze dann mit der Spitze meines Make-up-Eyes von Ebeline. Damit auch der Concealer möglichst lange hält, verwende ich noch ein Fixierpuder, und zwar ist das von Essence, das Fix and Matte Translucent Loose Powder, und das ist so ein loses Puder. Das nehme ich dann auf mit meinem Setting Brush von
Real Techniques und setze meinen Concealer unter den Augen. Nun ist alles gesettet und nun machen wir uns an die Augenbrauen. Die werde ich erstmal mit so einem Kamm hier durchkämmen, also in die richtige Form bringen, bevor ich sie dann ausfülle. Zum Ausfüllen meiner Augenbrauen werde ich von MAC den Augenbrauenstift verwenden. Ich habe die Farbe Lingering und ihr könnt ja auch den Augenbrauenstift verwenden, den ihr am besten findet. Ich finde, der hält am besten und der passt auch am besten zu meiner natürlichen Augenbrauenfarbe. Und ich werde die jetzt einfach auffüllen und jeder hat dafür seine andere Technik. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, wie ihr eure Augenbrauen auffüllen müsst. Ihr solltet einfach eurer natürlichen Augenbrauenform folgen und nicht irgendwie was Abstraktes da hinmalen. Also ihr kennt ja schon einen deutlichen Unterschied von dieser Seite zu dieser hier. Ich finde, eine gute Augenbraue, eine gut geformte Augenbraue bringt noch viel mehr Ausdruck in das Gesicht. Deswegen darf das bei meinem täglichen Make-up auch gar nie fehlen. Damit die Augenbrauen auch so ihre Form behalten, gehe ich noch von Catrice mit einem Augenbrauengel drüber. Und damit die Augenbrauen noch ein bisschen sauberer aussehen, gehe ich noch mit meinem MAC Pro Long Hair Concealer und mache die Kanten ein bisschen sauber. Und zwar gehe ich damit einfach mit einem Pinsel hin und fahre die Augenbrauen entlang und verblende das dann schön. So sieht das alles ein bisschen exakter aus und ein bisschen bisschen definierter. Als Base für meine Augen verwende ich den MAC Pro Long Hair Concealer schon wieder. Also ihr merkt, er ist wirklich vielseitig einsetzbar. Und ich finde auch als Primer für die Augen eignet er sich wirklich super. Nun benutze ich den NYX Jumbo Eye Pencil in der Farbe Milk. Und zwar gebe ich den in den inneren Augenwinkel, denn das dient sozusagen auch als Base für den späteren Lidschatten, den ich da auftragen werde. Für das Augen-Make-up werde ich die Urban Decay Naked 2 Palette verwenden. Falls ihr diese Palette nicht zu Hause habt, dann könnt ihr auch einfach Lidschatten nehmen, die gleiche Farbe haben. Und zwar den Lidschatten, den ich als erstes benutzen werde, ist diese Farbe hier, und zwar ist das die Farbe Chopper und die werde ich auf mein komplettes bewegliches Augenlid auftragen. Als Verblendungston werde ich diese Farbe hier nehmen, und zwar ist das die Farbe Tease, und dafür nehme ich einen fluffigen Pinsel und verblende das dann ganz leicht oben in die Lidfalte. Und wichtig ist bei Augen-Make-up sowieso immer blenden, blenden, blenden. Als nächstes ziehe ich mir einen Eyeliner-Strich, und zwar nehme ich dafür den Maybelline Master Precise Liquid Eyeliner. Der ist wirklich sehr gut und hält auch sehr, sehr lange und hat auch so eine feine Spitze, deshalb lässt sich damit sehr gut den Wing zeichnen.
So, nun sind wir fertig mit dem Eyeliner-Strich und zwar gehe ich wieder zurück zu meiner Naked 2 Palette und nehme diesen Farbton hier, und zwar ist das der YDK, und gehe dann mit einem fluffigen Verblendungspinsel, der ist übrigens von Essence, gehe ich damit in die Lidfalte und gebe damit dem Augen-Make-up noch ein bisschen mehr Tiefe und auch ein bisschen mehr Schimmer. Dann gehe ich nochmal mit einem sehr fluffigen Verblendungspinsel und verblende das dann alles nochmal schön. Nun nehme ich nochmal die Farbe Tease und gebe die an meinen unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich noch einen weißen Lidschatten, und zwar ist das dieser hier aus der NYX Palette Caviar and Bubbles, und gebe die Farbe in den inneren Augenwinkel und unter die Augenbraue. Nun geht es an die Wimpern, und zwar für die unteren Wimpern verwende ich von Maybelline die The Colossal, da kann man schon die, ist gar nicht mal lesen, ich glaube die heißt The Colossal Volume Mascara, und ja, die verwende ich eben für meine unteren Wimpern. Die oberen Wimpern werden natürlich erstmal mit einer Wimpernzange gebogen. Und als Wimperntusche nehme ich die Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara. So, das Augen-Make-up ist fertig. Bei Bedarf könnt ihr natürlich noch falsche Wimpern aufkleben, aber da ich das eigentlich nie mache, weil ich viel zu blöd bin, da irgendwie falsche Wimpern aufzukleben, und da ich auch wirklich zufrieden bin mit meiner Wimpernlänge und meinem Volumen, ja, klebe ich mir jetzt keine auf, aber falls ihr das mögt, könnt ihr natürlich euch falsche Wimpern aufkleben. Als nächstes kommt Bronzer dran, und dafür verwende ich von P2 aus der Catch the Glow LE den Bronzer in der Farbe Pure Instinct, und dafür verwende ich einen Round Kabuki Brush. Kommen wir zu Blush, und dafür werde ich von MAC ein Blush verwenden. Das ist in der Farbe Mocha, und das ist ein schöner, natürlicher Blush, der auch zu vielen Augen-Make-ups passt, finde ich. Dafür verwende ich von Real Techniques diesen Blush Brush. Den finde ich sehr gut dafür geeignet, und damit lässt sich auch das Produkt sehr einfach verteilen und auch gut verblenden. Jetzt kommt Highlighter dran, und dafür verwende ich von NARS diesen Super Orgasm Illuminator, und der ist so, so klasse. Falls ihr dieses Produkt natürlich nicht habt, verwendet einfach euren Lieblingshighlighter. Und zwar tupfe ich das einfach auf die Wangenknochen auf. Der letzte Schritt ist natürlich die Lippen, und zwar habe ich da einen ganz tollen Trick für euch. Und zwar nicht nur Lippenstift auftragen, sondern vorher einen Lip Liner auftragen. Das ist der Manhattan Lip Pencil in der Farbe 59Y, und damit umrande ich meine Lippenkontur und fülle die Lippen damit auch komplett aus.
Dann gehe ich mir einen Lippenstift drüber, der etwas heller ist, und zwar ist der von MAC. Das ist die Farbe Angel und den trage ich jetzt auch auf meine kompletten Lippen auf. Und als letzten Schritt gebe ich noch einen Lipgloss drüber, und zwar ist der von NYX. Das ist die Farbe Beige. Und das ist nun der fertige Look und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Also mir gefällt die Kombination sehr gut. Man erkennt schon, dass man Make-up drauf hat, aber es ist nicht so bam in your face. Es ist ja schon zurückhaltend, aber ich finde, das passt so gut zu so vielen Anlässen. Und ja, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und hat euch Spaß gemacht. Und vielleicht schminkt ihr das ja auch nach. Falls ja und ihr postet das vielleicht auf Instagram, würde ich mich wirklich freuen, dass ihr den Hashtag PrettyFacesXO setzt. Dann kann ich mal schauen, ob ihr das vielleicht auch nachgeschminkt habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dann. Ciao!